Die Grüne, die Kollegin Katja Kohl. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer auch immer die Zufriedenheit von Kindern mit getrennten Eltern untersuchen will, wird eins feststellen: Kinder, die im sogenannten Wechselmodell hälftig betreut werden, sind im Schnitt zufriedener als andere Trennungskinder. Das ist allerdings wenig überraschend und kein Anlass für gesetzgeberische Aktivitäten. Eltern, die tatsächlich eine hälftige Betreuung ihrer Kinder leben und organisieren, haben alle etwas gemeinsam. Sie einigen sich zum Wohle ihres Kindes. Und das in einem überdurchschnittlichen Maße, denn es erfordert eine hohe Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, den Alltag eines Kindes von den Verabredungen, den Sportaktivitäten, dem schulischen Besprechungsbedarf Tag für Tag auszutauschen und mit geteilter Verantwortung zu organisieren. Und deswegen funktioniert das praktisch auch so selten, nämlich in weniger als 5% der Trennungsfamilien. Bei der großen Mehrheit können die Kinder froh sein, wenn die Eltern sich über die Umgangszeiten einigen, sich bei der Übergabe nicht auch noch streiten und sich ihrer Verantwortung als Eltern nach der Trennung weiter bewusst sind. Wo auch immer die Eltern das nicht schaffen, ist es für das Kind eine furchtbare Belastung. Diese Belastung ließe sich aber noch einmal erheblich steigern, würde man zerstrittenen Eltern eine wechselseitige Betreuung des Kindes gegen den Willen eines Beteiligten auferlegen, obwohl die erforderliche hohe Kooperationsfähigkeit gar nicht vorhanden ist. Das wäre ein echter Albtraum für das Kind. Dabei geht es nicht darum, ob eine anderweitige Umgangsregelung gerecht ist oder nicht. Es geht eben nicht um Elterngerechtigkeit, sondern allein um das Wohl des Kindes. Und worum es schon gar nicht geht, ist die Frage, ob der Kindesunterhalt gerecht ist. Und bei manch einem besonders engagierten Vertreter des Wechselmodells werde ich den Verdacht nicht los, dass die Empörung über den als ungerecht empfundenen Kindesunterhalt größer ist als die laut vorgetragene Sorge um das Kindeswohl. An all diesen Erkenntnissen ändert auch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom Februar 2017 nichts. Der BGH hat festgestellt, ich zitiere, eine gerichtliche Umgangsregelung, die im Ergebnis zu einer gleichmäßigen Betreuung des Kindes durch beide Eltern im Sinne eines paritätischen Wechselmodells führt, wird vom Gesetz nicht ausgeschlossen. Zitat Ende. Also völlig klar, das Gesetz gibt den Eltern keine Beschränkungen auf, und deswegen können sie sich auch jetzt schon darauf einigen. Der BGH hält es sogar ganz theoretisch für denkbar, das Wechselmodell gerichtlich zu beschließen, wenn es dem Kindeswohle entspricht, ohne dass er dies aber in dem konkret zu entscheidenden Fall bejaht hätte. Im Gegenteil, die theoretische Möglichkeit schränkt er gleich wieder ein. Ich zitiere, die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung setzt eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus. Dem Kindeswohl entspricht es daher nicht, ein Wechselmodell zu dem Zwecke anzuordnen, eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erst herbeizuführen. Ist das Verhältnis der Eltern erheblich konfliktbelastet, so liegt die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Anordnung in der Regel nicht im wohlverstandenen Interesse des Kindes. Zitat Ende. Am Ende verweist er dann das Verfahren wegen fehlender Anhörung des Kindes an das Oberlandesgericht zurück. Ungeachtet des Streits darüber, ob ein gerichtlich angeordnetes Wechselmodell überhaupt jemals im Wohle eines Kindes sein kann, gilt unstreitig, dass es keine gesetzliche Priorität für irgendein, wie auch immer genanntes, Betreuungsmodell gibt. Die Rechtsprechung hat sich allein am Kindeswohl und an der gemeinsamen elterlichen Verantwortung zu orientieren, und das ist auch gut so. Weder bleibt das hinter der gesellschaftlichen Realität zurück, noch braucht es da irgendeinen Paradigmenwechsel. Was es braucht, sind Unterstützungsleistungen, um den Eltern eine partnerschaftliche Aufteilung der Erziehungsaufgabe zu ermöglichen und gute Beratung durch qualifizierte Jugendamtsmitarbeiter in ausreichender Zahl. Auch Familienrichterinnen und Sachverständige müssen entsprechend qualifiziert sein. Wir Grüne plädieren daher auch für gesonderte Einstiegsvoraussetzungen am Familiengericht. Außerdem muss der umgangsbedingte Mehrbedarf im SGB II endlich anerkannt werden, damit den Eltern nicht aus finanzieller Not heraus die Einigung über den Umgang mit dem Kind erschwert wird. Insoweit teilen wir den Antrag der Linken. Anders als die Linken sehe ich derzeit allerdings keinen Bedarf, unterhaltsrechtliche Regelungen zu ändern, denn auch für das Wechselmodell hat die Rechtsprechung bereits eine Lösung. Fazit: Über den Antrag der Linken können wir reden. Die gesetzliche Festschreibung des Wechselmodells, wie es die FDP fordert, lehnen wir Grüne auf jeden Fall ab. Vielen Dank. Frau Kollegin Kohl, herzlichen Dank. Wir kommen jetzt, herzlichen Dank, Herr Kollege, wir kommen jetzt zum einzigen Wechsel im Geschlecht der Redner.
zu dem Kollegen Markus